als Hobby-Ornithologe interessieren mich Eulen sehr. Und das Nest, in dem sie wohnen, vielleicht noch ein bisschen mehr. So kam ich auf das Städtchen Quickborn bei Google als die Eulenstadt ganz vorn. Ich stieß auf Eulenumzug, Eulenfest, Eulenplatz, Eulenring, Eulentrio und das Eulenquiz. Eulencoaching, Eulenapotheke, Eulenbrot, Eulenmarkt und nicht zuletzt den Eulenschiss. Nur die echten Eulen, das war zum Heulen, nur die echten Eulen. Die fand ich nicht, die fand ich nicht. So sah ich mich hochmotiviert in der Stadt Quickborn um, sah schöne Kirchen, stattliche Häuser mit viel Grün drumherum. Rathaus, Forum, Bahnhof, Konzertsaal, nette Menschen, Kinderschulen und mein Lokal. Ich stieß auf Eulen um zu Eulenfest, Eulenplatz, Eulenring, Eulentrio und das Eulenquiz. Eulencoaching, Eulenapotheke, Eulenbrot, Eulenmarkt und nicht zuletzt den Eulenschiss. Nur die echten Eulen, das war zum Heulen, nur die echten Eulen. Die fand ich nicht, die fand ich nicht. In meiner großen Verzweiflung sprach ich die Menschen an, wo denn um Himmels Willen die Eulen sind doch dann. Von allen wie im Chor, geh doch mal ins Himmelmoor, ab ins Moor. Ich stieß auf Eulen und zog Eulenfest, Eulenplatz, Eulenring, Eulentrio und das Eulenquiz. Eulencoaching, Eulenapotheke, Eulenbrot, Eulenmarkt und nicht zuletzt den Eulenschiss. Und die echten Eulen, waschechte Eulen, das nahm ich mit Humor, fand ich im schönen Himmelmoor.